Weiter geht's mit den Aktionen am Tauschsportcenter. Ihr Moderator Bernd Hamer. Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Gäste, hier am Tauchturm in der Halle 3. Die Halle ist gut gefüllt, zumindest hier die Bühne, und damit sehe ich schon, dass Sie ganz genau wissen, was der Hauptakt des Morgens ist. Selbstverständlich begrüßen wir in schätzungsweise einer Minute hier auf der Bühne Peter Maffay. Doch nicht ich werde die Ehre haben, Sie durch die nächste Stunde hier auf der Bühne zu führen. Und dazu begrüßen wir als erstes den Moderator der kommenden Stunde. Hier ist Christoph Schumann. Applaus bitte. Ja, ein herzliches Guten Morgen auf der 36. Boot. Wir sind ja vor dem finalen Wochenende und Sie warten natürlich alle auf den Mann, der hinter der Bühne schon Autogramme gibt. Und deswegen weiß ich nicht, ob er jetzt sofort rauskommt, wenn ich sage, er möge doch nach vorne kommen. Dann haben wir die Kollegen von den Medien hier herzlich willkommen. Die werden natürlich gleich zunächst einmal ein paar Fotos machen und dann fangen wir an. Aber jetzt kommt der Rockstar aus Deutschland. 1963 ist er hergekommen, 1971 den ersten großen Song. Hier ist er, Peter Maffay. Peter Maffay, herzlich willkommen. Sie kommen heute Morgen aus dem Norden, da stürmt es und Wetter ist für die Seefahrt immer wichtig. Wie sind Sie hergekommen? Offensichtlich gut. Ja, nicht mit dem Schiff auf jeden Fall. Guten Morgen allerseits, vielen Dank für den netten Empfang. Danke. Peter Maffay ist das erste Mal überhaupt auf der Boot. Wie kommt's? Das hat keinen tieferen Sinn. Ich habe es einfach nie geschafft. Und ich habe die Boot immer mitbekommen, so aus Zeitschriften. Und für mich ist sehr spannend, heute das erste Mal hier zu sein. Ich habe gesagt, der große Rocksänger Peter Maffay, in den letzten 3, 4, 5 Jahren ist es um den Rocksänger Peter Maffay ein bisschen ruhiger gewesen. Was war der Grund dafür? Es gab zwei Projekte, die uns sehr beschäftigt haben. Das eine hieß Begegnungen und war eine musikalische Fusion mit vielen Künstlern aus verschiedenen Teilen der Erde. Und das andere Thema hieß für uns Tabaluga, ein Märchenprojekt, eine Inszenierung auf der Bühne, die uns 2 Jahre lang beschäftigt hat. Und das Ganze angedockt auch an eine Kinderstiftung. Das hat uns in den letzten Jahren ein bisschen mehr beschäftigt, aber diesmal geht es jetzt wieder zurück zu unseren Wurzeln. Ja, das wird unser Thema sein, alles rund um Tabaluga. Das ist ja dieser kleine grüne Drachen, der ja vor 10 Jahren haben sie ein Musical gemacht und an diesem Musical haben sie festgehalten, es gab eine Fortsetzung und das hat sie ein bisschen aus dem Fokus der Rockszene geholt. Aber da kehren sie zurück, am 31. Januar gibt es ein neues Album. Wie heißt es? Das Album heißt Laut und Leise und das kommt tatsächlich am Ende Januar auf den Markt. Ja, und Laut und Leise, also immer ein Stück abwechselnd, mal laut, mal schrill und mal ein bisschen... Nein, ein bisschen anders. Die Trennung ist etwas radikaler, es gibt 2 CDs. Es ist ein Album. Guten Morgen. Guten Morgen. Und das passt. Das passt jetzt aber nicht anders. Ja, das passt. Genau. Okay. Dankeschön. Ja, die Trennung ist ziemlich deutlich. Es gibt 2 CDs. Eine ist laut und die andere ist relativ leise. Diese Produktion hat angefangen oder hat auch ein bisschen zu tun mit einem Schiff. Denn ihr wart zusammen mit der Peter Maffay Band auf Mallorca, da leben sie vorwiegend, auf einem Schiff. Wie ist es dazu gekommen, dass Peter Maffay auf einmal auf ein Schiff steigt? Zufall? Wenn Sie so wollen, ist es ein Zufall, ja. Wir haben auf Mallorca einen Bauernhof und auf diesem Bauernhof gibt es ein Haus, ein Ferienhaus für Kinder. Und in diesem Ferienhaus verbringen Kinder in Gruppen bis zu 14 Personen ihre Ferien. Das sind in der Regel traumatisierte Kinder. Kinder, die aus Einrichtungen, aus sozialen Einrichtungen aus Deutschland, aber nicht nur, auch aus Spanien. Wir vernetzen uns immer mehr auch mit anderen Organisationen. Die kommen zu uns. Wir hatten letztes Jahr ungefähr 180 Kinder bei uns zu Gast. Und als wir dieses Haus eröffnet haben, habe ich Karin und Carsten kennengelernt von der Sir Robert.
Und wir unterhielten uns über die Möglichkeiten, Kinder auf ein Schiff zu bringen und auf einen etwas begrenzteren Lebensraum eine Zeit lang unterzubringen. Und die beiden haben ja sehr viel mit der Erziehung von und Betreuung von Jugendlichen zu tun. Mit ihrem eigenen Background war es ihnen sehr leicht möglich, unsere Idee zu ergänzen. Und das Ganze ist darauf hinausgelaufen, dass die Sir Roberts durch die Initiative von Karl und Carsten den Kindern jedes Jahr einen Monat lang im Sommer zur Verfügung steht. Das heißt, wir können im Sommer vier Gruppen, 10 bis 14 Kinder unterbringen und die fahren mit den beiden Wohnsachen. Das heißt, Sie haben es gerade gesagt, das ist eine Ergänzung des Ganzen. Es gibt diesen Bauernhof mit den 180 Kindern im vergangenen Jahr. Wie kommen die Kinder dahin? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Peter Maffay durch die Lande reist und diese Kinder aussucht. Da gibt es natürlich Partner, die zuliefern. Ja, da gibt es eine Vernetzung mit anderen Organisationen, wie bereits erwähnt. Hauptsächlich arbeiten wir zusammen mit einer Einrichtung in Tutzing am Starnberger See. Ja. Dort gibt es ebenfalls eine Stiftung, die ca. 300 Kinder betreut. Jürgen Herlin, glaube ich, ist der Leiter. Dr. Jürgen Herlin ist der Leiter, genau. Und hauptsächlich mit dieser Organisation zusammen arbeiten wir. Das heißt, wenn Sie so wollen, ist Jürgen Herlin und sein Team auch diejenigen, die die Kinder generieren, die die Gruppen aussuchen. Wenn wir ein Angebot bekommen oder eine Anfrage von anderen Organisationen, dann vertrauen wir uns diesen Lehrkörper an und er sucht dann stellvertretend für uns, weil er sehr viel kompetenter ist, dann die Gruppen aus. Und jeder Rockstar hat natürlich einen Manager, in diesem Fall ist es eine Managerin, und die hat diese Mädels und Jungs von diesem Schiff aufgegabelt irgendwie, und dann hieß es, der Peter Maffay guckt sich das mal an, er wollte eine halbe Stunde bleiben, und wenn ich richtig informiert bin, ist er erst nach 3,5 Stunden wieder weggegangen. Ja, das war aber nur vorübergehend. Ich bin dann nachher wieder sehr schnell wieder auf dem Schiff gewesen. Das Schiff ist faszinierend. Ich habe so eine Berührung vorher noch nie gehabt. Ich bin nie so zu See gefahren. Ich bin schon auf einem Schiff mal längere Zeit gereist oder ein paar Mal sogar, aber nicht auf diese Art und Weise. Und das ist ein ganz anderes Erlebnis. Und das haben wir dann ausgiebig auch mal ausprobiert im vergangenen Jahr. Und ich denke, dabei wird man bleiben. Also ich warte jetzt gespannt auf den nächsten Sommer und sobald es möglich ist, werden wir das wiederholen. Das spricht dafür, dass Peter Maffay auch nicht seekrank geworden ist, sonst wäre er bestimmt nicht zurückgekommen. Von diesem Schiff, das inzwischen Tabaluga-Schiff genannt wird, aber es heißt Sir Robert Baden-Powell, sind bei uns heute der Kapitän Carsten Börner und die Miteignerin, sagen wir ruhig mal, Karin Volkening. Kommt zu mir, wo seid ihr? Das sind ja die beiden, die Peter Maffay kennengelernt haben. Ach, die kommen von hinten. Die Peter Maffay kennengelernt haben. Und sonst kann die, ja,